Erfahre in diesem Video, wie du 30 Jahre Höhlenmeditation sparen kannst. Hi, mein Name ist Marco Lorenz. Ich bin Bewusstseinscoach und Bewusstseinsforscher und beschäftige mich seit meiner Kindheit eigentlich mit dem Thema erweiterte Bewusstseinszustände. Ich habe sehr, sehr viel meditiert, habe alles Mögliche getestet, um mein Bewusstsein zu erweitern, habe so außerkörperliche Erfahrungen, luzides Träumen und so weiter gemeistert. Und heute schreibe ich das Buch Das große Mysterium, wo ich in erweiterte Bewusstseinszustände gehe und aus diesem Zustand heraus sehr, sehr tolle Antworten bekomme. Aber wie ich dazu gekommen bin, möchte ich dir selber als Werkzeug mitgeben. Ja. Und zwar habe ich sehr viel probiert. Ich habe in einer Phase meines Lebens 2 Jahre lang jeden Tag 6 Stunden meditiert. Habe mit Frequenzen angefangen zu meditieren. Habe daraus auch den Brainwave 3D Shop entwickelt, wo ich selber Frequenzen produziere. Und meine Erkenntnis aus diesen über 15 Jahren Forschung ist folgende. Es hat nichts damit zu tun, wie viel und wie lang du meditierst, sondern lediglich, wie schnell du in einer sehr kurzen Zeit in eine Tiefe kommst, in eine Versenkung. Ja. Also man könnte sagen, jeder von uns hat ein Ego, das ist unser Filtersystem, welches uns sozusagen die Realität filtert. Und ich möchte dir mit diesem Kurs, mit dem Meditation High, ein Egon vorstellen. Das ist das Ego, welches gone ist. Ja? Wo du lernst, dieses Ego-System auf gone zu stellen. Wo du das lernst, dieses Ego-System runterzufahren, um die Realität ohne die Filter deines Ego-Systems zu betrachten. Dadurch bekommst du Zugang zu einer höheren Intuition, zu deinem wahren Selbst, zur Quelle, wohin du das auch immer nennen möchtest. Ja? Und dazu habe ich viel probiert und viel experimentiert und habe dir einen eigenen Kurs erstellt, ein 21-tägiges Programm. In diesen 21 Tagen nehme ich dich bei der Hand und führe dich Schritt für Schritt durch einen Prozess, wo du selber lernst, dieses Filtersystem runterzufahren. Ja. Ich werde gleich ganz detailliert darüber sprechen, was du da alles von mir bekommst. Also erstes bekommst du 21 geführte Meditationen, die dich abholen, ja, und Schritt für Schritt dorthin führen in diesen Zustand im Wert von über 200 Euro. Ja. Dann bekommst du 21 Videos mit Techniken, im Wert von über 500 Euro. Das sind 21 Technikvideos, die du machen kannst, damit du in diesen Zustand kommst. Dann bekommst du Zugang zu lebenslangen Aufzeichnungen all dieser Videos. Und was du noch bekommst, ist, dieser Kurs ist entstanden mit einer richtigen Gruppe von Menschen, von über ungefähr knapp 300 Teilnehmern, die mitgemacht haben und diesen Prozess gemacht haben. Und nach jeder Woche haben die Fragen gestellt in einen Zoom-Call und ich habe diese Fragen beantwortet, damit diese ganzen Probleme, die aufgetaucht sind, diese ganzen Hindernisse und Hürden sich aufgelöst haben durch diese Fragen. Und du bekommst Zugang zu dieser Telegram-Gruppe, wo diese Community drin ist, die diesen Prozess macht. Ja. Was sind deine Vorteile, wenn du dieses Programm abschließt? Du wirst lernen, schneller, tiefere Meditationszustände zu erleben, deinen Bewusstseinszustand im Alltag zu erweitern, also das heißt im Alltag, im Wachbewusstsein, weil das ist der Verstand ist wie so eine Waschmaschine und wenn du aufwachst, fängt die Waschmaschine an zu drehen, kommt in den Schleudergang, dann kriegst du Gedanken und du kaust diese Gedanken, du schleuderst sie den ganzen Tag rum und der Meditation High Kurs ist sozusagen das System, was ich entwickelt habe, wo du lernst, diesen Schleudergang runterzufahren und dich in den Ego-Zustand zu bringen. Ja. Dann wirst du lernen, wie du mystische Bewusstseinszustände am Tag wie auch in der Nacht erleben kannst, öfter luzide Träume, außerkörperliche Erfahrungen,
oder Seelenreisen erlebst, Zugang zu höherem Bewusstsein oder Channeling-Zuständen hast, und du wirst einen inneren Frieden erhalten und deine Medialität damit aktivieren. Du wirst weniger Stress im Alltag haben, deine Kreativität wird sich drastisch steigern, das wirst du sofort mitbekommen, und die Auflösung von inneren Kindern, die Transformation von Blockaden wird geschehen. Du hast eine höhere Auffassungsgabe, weil dein Filtersystem reduziert wird. Du wirst mehr Energie haben, mehr Konzentration, mehr Fokus, mehr Lebensenergie. Das Feuer wird sozusagen in dir entzündet und du wirst lernen, wie du schlussendlich, damit du diesen Prozess durchvollzogen hast, binnen Sekunden in den Meditation-High-Zustand gelangst. Ja? Sprich, wie du in jeder Meditation etwas erlebst. Ja? Du kennst vielleicht beim Joggen den Running High, das ist der Zustand, wo du einen Flow hineinkommst, wo du nicht mehr aufhören kannst. Und diesen selben High-Zustand gibt es auch in Meditation, wo du dich in einen Zustand bringst, wo du in der Meditation in diesen High kommst und wo dieses High, diese höhere Kraft, dieses höhere Bewusstsein plötzlich in dir ist und du es spürst. Ja. Und das ist das, worum es im Meditation High geht. Ja? Und das Meditation High ist aufgebaut auf 6 Wochen. Aber im Grunde sind es 21 Tage, die du machen kannst. Aber ich habe trotzdem ein 6-Wochen-Programm für dich gemacht, wo du Step by Step abgeholt wirst und perfekt vorbereitet wirst. Ja? Wenn du dich einloggst in das Onboarding, dann siehst du von mir das Onboarding-Video und du bekommst mein Buch, was ich geschrieben habe, Deep Meditation, wo ich dir diese 7 Schritte der Bewusstseinsstufen, ja, der Versenkung ganz detailliert erkläre. Das heißt, wenn du meditierst, ist das Gehirn in Beta-Zustand, einen Alpha-Zustand, einen Theta-Zustand und einen Delta-Zustand. Und wie, was genau in welchem Zustand passiert und wie du diese 7 Stufen der Versenkung erlebst und da hineinkommst. Ja. Bekommst du kostenlos dazu. Und dann gibt es das große Onboarding-Video, wo ich ganz genau in einer Stunde erkläre, was ist der Meditation High Zustand, wie funktioniert der ganz detailliert und wie kannst du diesen Zustand dann integrieren. Und dann starten wir mit der Vorbereitung. Das heißt, die Vorbereitung ist das, was ich dir gebe, was du tun kannst, um dich in diesen 21 Tagen am besten vorzubereiten, denn es gibt die Möglichkeit, diesen Zustand instant zu beginnen, sprich, du überspringst diese 21 Tage und fängst sofort mit den Meditation High an und ab dem ersten, zweiten, vielleicht sogar dritten Tag fängt es schon an, diese Wirkung, diese Zustände zu erleben. Jedoch, wenn du aufhörst mit dieser Methode, wird es sein, dass es dann wieder abflacht, wie so eine gaussische Normalverteilung. Wenn du jedoch diese Vorbereitung machst und diese 21 Tage vollziehst, dann habe ich gemerkt, dann hältst du diesen Zustand, du kommst in eine Routine hinein und hältst diesen Meditation High Zustand. Und wenn du dann ein paar Tage nicht meditierst, wirst du merken, wie du immer noch in diesem Zustand bist, auch im Alltagsbewusstsein, und wirst dann ganz langsam abflacht. Dann meditierst du wieder mal ganz kurz dazwischen und du baust diesen High wieder auf. Ja. Dann wirst du von mir die Infinity-Meditation bekommen. Das ist eine Meditation, wo du lernst, dein Bewusstsein, deine Individualität abzukoppeln von deinem Körper. Dann wirst du ein eigenes Video bekommen, wo du, wenn du willst, Supplemente, die einnehmen kannst, Nahrungsergänzungsmittel, die dir helfen, den Meditationszustand leichter hineinzukommen, falls du dir das schwer tust. Und dann gibt es natürlich in der ersten Woche ein Q&A von Teilnehmern, die diesen Prozess vollzogen haben, wie es ihnen ging und die Fragen, die sich daraus entstanden sind, wie die, was für Antworten die da bekommen haben. Und dann starten wir mit Woche 2 mit der tiefen Entspannung und Herzchakraöffnung. Das ist sozusagen die Aktivierung. Und dort bekommst du als erstes die Deep Body Release Meditation, also eine Meditation mit einer ganz speziellen Frequenz, die dir hilft, dich beim Meditieren in einen sonnambularen Bewusstseinszustand zu bringen. Das bedeutet, du meditierst und du entkoppelst dich vom Körper. Du entspannst deinen Körper so sehr, dass du nicht mehr weißt, wo sind deine Hände, liegst du oder sitzt du, in welchem Zimmer bist du eigentlich. Weil im Pantreallappen, im Boardman Areal 39, im Gehirn, das ist der Bereich, der dafür zuständig ist, wer und wo bist du. Dieser wird durch diese Meditation stimuliert, dass du dieses Empfinden nicht mehr hast, dass du einen Körper hast, ja, und dadurch kommst du tiefer in der Meditation, ja, und dann gibt es natürlich dann Q&A zu Leuten, die das genutzt haben, und dann geht es in die nächste Stufe, in die Woche 3, das ist a Stale State Vorbereitung und dann schlussendlich a Stale State selber. Das ist eine Hypnose, die ich produziert habe, die dich in den a Stale State bringt. Das ist entwickelt von Dr. Estelle,
Es ist ein Mediziner, der Menschen operiert hat. Und es gibt manche Menschen, die haben eine Unverträglichkeit gegen Narkosemittel. Und die wurden dann mittels dieser Hypnosetechnik in einen tiefen Trance-Zustand gebracht, wo man sie im Wachzustand ohne Schmerzmittel, ohne Narkosemittel operieren konnte, Transplantation und so weiter durchführen konnte. Und man kann mittels Hypnose lernen, sich selber durch den Deep Body Release-Zustand in den Still State zu bringen und aus diesem Zustand heraus tiefen Meditation zu erleben. Und dann nutzen wir das als Zugang zum Still State. Ja. Dann starten wir mit Woche 4. Da beginnt sozusagen der 21-Tage-Prozess. Du kannst, nachdem du den Kurs gekauft hast, direkt mit allem beginnen. Ja. Da wird zuerst mal vorbereitet, was kannst du optimalsten tun, um dich auf diese 21 Tage vorzubereiten. Und dann starten wir mit Tag 1. Das ist sozusagen die Hemisphären-Synchronisation. Das ist eine eigene Technik. Die Meditationen dauern zwischen 7 Minuten bis 10, 15 Minuten, also sehr kurz. Und du gibst eine eigene Methode, wie du sie anwendest. Und das wird dann in dem jeweiligen Video erklärt, wie du deine Hemisphären im Gehirn synchronisierst. Ja. Dann starten wir als nächstes Tag 2 mit Gedankenstille. Dort wirst du lernen, wie du dich in einen Zustand bringst, wo du deine Waschmaschine runterfährst. Dann gehen wir ein in Body Release Zustand. Das ist eine Technik, die dir lernt, auf Basis deiner Vorbereitung, wie du deinen Körper releast. Dann Mind Release, wie du dich vom Verstand abkoppelst, Tag 4. Dann Still State A. Still State gibt es drei Vertiefungsstufen. Dann Tag 5 Still State A, Tag 6 Still State B, Tag 7 Still State C. Und dann gibt es Q&A zu dieser Woche. Und dann starten wir mit Tag 8. Dort machen wir eine eigene Technik, wo wir die ganzen Chakren durchgehen in dieser Woche. Und zwar starten wir beim Wurzelchakra, beim Sakralchakra, Solarplexuschakra, Herzchakra, Halschakra, Stirnchakra und schlussendlich Kronenchakra. Und dann das Q&A dazu. Und dann starten wir mit Tag 15 mit Lichtra. Das ist eine eigene Methode, die sehr, sehr intensiv wirkt, um Energie in deinen Körper zu bringen. Ja? Denn um in deine Stase zu kommen, bedarf es, dass du dein Energiesystem aktivierst. Ja? Und dann, wenn du dich in tiefen Trance gebracht hast, Energie durch deinen Körper laufen lässt, dann eine Atemtechnik machst, um das körpereigene DMT zu produzieren, dann wirst du merken, wie plötzlich Sachen entstehen, wie das Schwarze, was du sonst siehst beim Meditieren, plötzlich anfängt, was anderes zu kommen. Ja. Und dann führst du dich ab Tag 17 in den Love State, ein Zustand, wo du das Herz öffnest, denn das ist, wenn dein Herz offen ist und dann fließt eine höhere Energie durch deinen Körper, ein höheres Bewusstsein, und dieses Bewusstsein hat dann die Möglichkeit, sozusagen dich abzuholen, ja? Oder dich von A nach B zu bringen. Ja? Und dann geht es natürlich darum, loszulassen. Also da gehen wir am Tag 18 darauf ein, eine Methode, wo du lernst, loszulassen von deinen ganzen Sachen, von deinen Belangen, von deinen Anhaftungen, dass du dich entkoppelst. Und das koppeln wir dann mit der Infinity-Meditation, wo du dann wirklich dann diesen Individualitätsswitch machst. Und dann Tag 19 nenne ich dann Auflösung, wo du dich dann auflöst in der Unendlichkeit. Und dann Tag 20 Kontakt, wo du Kontakt herstellst zu einem höheren Bewusstsein. Und schlussendlich dann Tag 21, Awakening, das Erwachen, wie du dich selbst erwächst. Und dann gibt es danach die Generaltechnik für den Meditation-High-Zustand. Für den Fall, dass du sagst, ich habe keine Zeit für Vorbereitung, ich habe keine Zeit für die 21-Tage-Prozess, sondern ich möchte direkt beginnen mit der Indizierung des Meditation-High-Zustands. Das wirst du dann in der Generaltechnik bekommen. Ja. Und dann gibt es noch sozusagen die Abschluss-Q&A dazu. Und dann gibt es noch 7 Bonus-Videos, wo ich dir vorstelle, die Master-Meditation. Das sind von diesen 21 Tagen die relevantesten hintereinander geknüpft. Und du kannst sie in einem durchhören. Das heißt, wenn du sagst, boah, ich habe keine Zeit, diese 21 zu hören, aber ich möchte in einer Stunde diesen Prozess durchlaufen, dann kannst du auch damit trainieren. Dann gibt es Bonus 2, verschiedene Meditation-High-Methoden, ja, also die du anwenden kannst. Dann Bonus 3, wie du deine Fähigkeiten dadurch aktivieren kannst. Dann Bonus 4, wie du Kontakt mit der Quelle, mit Gott, mit dem höheren Bewusstsein herstellen kannst. Dann
Kontakt mit deinem Geistführer durch Meditation herstellen kannst, dann eine Bauplanmethode, eine Bauplantechnik, die du anwenden kannst, um dein Meditation High besser zu integrieren, und dann schlussendlich Lava Love, eine ganz spezielle Methode, die ich dir dort vorstelle. Ich will dir gar nicht zu viel darüber verraten, eines der besten Methoden, um sich in einen erweiterten Bewusstseinszustand zu bringen. Und oben rechts in der Gruppe kommst du in die Telegram-Gruppe, wo ich auch in der Gruppe bin, wo du dich mit den anderen, die dann das Programm vollzogen haben, austauschen kannst und wo du gemeinsam in der Community sozusagen dich austauschen kannst und auch mir Fragen stellen kannst, sofern du das willst. Ja. Das ist der Meditation-High-Zustand, das ist sozusagen ein Kurs, den ich produziert habe. Es ist nicht nur ein Kurs, es ist ein Geschenk. Es ist ein Schlüssel, ein Werkzeug. Mit diesem Werkzeug wirst du eine Methode bekommen, wie ich meditiere, wie ich aus 15 Jahren Meditationsforschung im Krankenhaus bzw. im EEG-Labor, was ich selbst entwickelt habe, mit Krankenhausequipment geforscht habe, um selber so Astralreisen, luzide Träume und so weiter gelernt habe und heute sozusagen sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell in diese erweiterten Bewusstseinszustände damit gelange. Und das ist die Methode, mit der ich das Ganze mache. Wenn du das Ganze mal gemacht hast und gelernt hast und verinnerlicht hast und anwendest, dann wirst du selber lernen, in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum dich in diesen Zustand zu bringen, wo du auch das machen kannst wie ich. Denn ich bin nichts Besonderes, ich bin nichts Besseres. Ich bin nur jemand, der sich auf Zeit genommen hat, um das zu entwickeln, das damit geforscht hat und das entwickelt hat und anderen das einfach zur Verfügung stellt. Weil das kann jeder. Ja? Und wenn du sagst, bei mir ging es einfach, nein, ich war früher Datenforensiker, mein Gehirn war hochgradig logisch aktiv und man könnte sagen, ich war im Schleudergang auf maximalster Stufe in der Datenforensik. Also mein Beruf war es, den ganzen Tag viel zu arbeiten, ich hatte viel Stress und viel Druck und hatte sehr viel zu tun und habe extra damit angefangen, weil ich wusste, ich musste irgendwie mich entschleunigen. Und das ist dabei rausgekommen. Also es ist, wenn du das Ganze verstanden hast, diese ganzen Methoden von diesem Programm integriert hast und auch anwendest, dann hast du sozusagen einen Werkzeugkoffer und du kannst dann bei deiner eigenen Meditation mit diesen Werkzeugen arbeiten. Und das Ziel ist, dass man nicht mehr in die Höhle muss, dass man nicht mehr 30 Jahre im Himalaya-Gebirge alleine sitzen muss und meditieren muss, um sich selbst in diesen Zustand zu bringen, sondern dass du lernst, wie du in einer sehr kurzen Zeitraum sehr tief kommst. Denn da passiert die Magie. Ja. Und ich möchte dir diesen Meditation High Kurs als diese Magie geben, damit du selber diese Magie in dein eigenes Leben bringst und integrierst und anwendest. Ja. Und wenn du das tust, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass du in jeder Meditation, die du erlebst, wenn du dich in diesen High-Zustand bringst, etwas erlebst. Muss nicht sein, kann aber sein. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. In diesem Sinne, freue dich auf diesen Kurs und vielleicht empfindest du ein inneres Gefühl, ein kleines Verlangen, ein Funken, eine Intuition, ein Bauchgefühl, was dir sagt, so wow, vielleicht ist das genau das, was du jetzt brauchst. Ja. Wenn das so ist, dann höre auf deine Intuition, höre auf dein Bauchgefühl, höre vielleicht auf deine innere Stimme, auf dein höheres Selbst und melde dich an zum Meditation High Kurs und wir sehen uns dann direkt im ersten Video und du kannst sofort mit mir loslegen, diesen Prozess gemeinsam zu starten und gemeinsam zu meditieren. Und du kommst in die Community hinein mit anderen Menschen, mit Gleichgesinnten, die vielleicht mit dir, die machen auch immer einen gewissen Rhythmus, diesen 21-Tage-Prozess, wo du einfach mitmachen kannst und mit einer Gruppe, die schon sozusagen in diesem Zustand ist, die dich einfach in ein Kollektiv mitzieht, wo dir das einfach viel leichter fällt, in diesen Zustand hineinzukommen. Ja. Also in diesem Sinne, höre auf dein Bauchgefühl und wir sehen uns gleich im internen Bereich von Meditation High und ich freue mich sehr, mit dir gemeinsam diesen Prozess zu durchlaufen, diese 21 Tage in den Meditation High Zustand zu bringen und ich bin sehr, sehr gespannt, was du darin erlebst. In diesem Sinne, bis gleich.